Viel Prominenz bei schönstem Wiegenwetter. Da Buchs, Krebs und Sevela und alle haben gewartet auf eine Frau aus Bundesbern, auf Finanzministerin. Zuerst aber der Marc Wächler. Gibt es jetzt eine Besprechung zwischen Finanzminister, Kantonal und... Da kann man fast so sagen. Hä? Genau, ja, kann man so sagen. Zwischen Bund und Kanton ist in gute Absprachen immer gut. Ist aber schon gut, dass sie daher kommt, dass man sich da Zeit nimmt. Das ist für uns schon noch... super. Gell? Darum bin ich jetzt auch extra von St. Gallen hierher gekommen, weil ich das als nicht selbstverständlich anschaue, dass eine Bundesrätin hierher kommt. Ist eh nicht selbstverständlich. Du kommst nicht mal daher, gell? Also lässt das Zeit noch zu. Ich durfte jetzt schon bei der Eröffnung dabei sein und komme jetzt nochmal. Werdenberg ist wichtig. Eine tolle Beachtung für Werdenberg. Und pünktlich wie ein Uhrli ist Bundesrätin Karin Keller-Sutter, begleitet vom Verwaltungsratspräsident vom Hans-Jürg Luzi. Der Stadtpräsidentin. Ja, genau, wir kennen uns. Karin, ja. Und dann ist losgegangen durch die Wiege. Karin Keller-Sutter, volkstümlich wie immer. Begleitet von der Wiege, Messeleitung hier links vom Rolf Pfeiffer, Stadtpräsident von Buchs. Und dann beim Grabs erzählt, hat dann der Niki Lippuner von Grabs übernommen und hat dann Karin Keller-Sutter auch auf so spitz hingeführt. Und das hat sie dann doch stark beeindruckt. Ja, vor allem Karin Keller-Sutter eindrücklich, oder? Ja, ist eindrücklich. Vor allem auch die Leute in der Pflege, die arbeiten und die das möglich machen. Weil man denkt immer an den Anfang des Lebens, aber das Ende des Lebens würdig zu gestalten, ist eben auch sehr wichtig. Eindrücklich auch ihre Authentizität. Das merkt man, dass, ja, das spüren sie richtig und auch, dass sie daher können. Auch die Zeit immer an ihnen für etwas, was ihnen wichtig ist. Ja, ich bin noch nicht lange im Lighthouse in Zürich, wo es frisch eröffnet wurde. Das ist ein ganz ähnliches Konzept und ich hatte da mit Sterbenden Kontakt gehabt. Und die Zitate da jetzt, das erinnert mich auch an die Gespräche. Eine Finanzministerin mit Herz, das spürt man. Dann ist weitergegangen unter die Wiege, begleitet von eben einem Haufen Prominenz, lokale, regionale, kantonale von der Wiege, Messeleitung und eben natürlich auch ganz verschiedene Gespräche mit einfach Leuten aus dem Volk, die Karin Keller-Sutter wahrgenommen hat. Und dann natürlich ist es weitergegangen zum FDP-Stand. Es gibt ja bald Wahlen und natürlich hätte das auch müssen sein. Die Wiege ist Pflicht. Obwohl wir der Höchste bist jetzt, oder? Nein, das bin ich nicht mehr. Darum bin ich jetzt bodenständig, bin an der Wiege und du festen. Hey, super! Wie hast du es geschafft? Ja, weißt du, mit Bier kannst du immer. Das ist wie eine Währung. Eine eigene Währung ist das, weißt du, Bier. Also, Jens, ist sehr stark. Bist du jetzt Kandidat oder nicht? Doch, natürlich. Nicht nur wegen Messer herkommen, oder? Nein. Aber auch. Willkommen daheim. Das war für Karin Keller-Sutter denkt sie hier am FDP-Stand. Man hat wirklich eine riesige Freude. Alle sind sie da, die Kandidatinnen und Kandidaten und eben Karin Keller-Sutter.